Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Wir sind hier im Kumula verblieben und wir sind jetzt schauen, dass wir jetzt ganz nach unten kommen. Ich habe jetzt auch die Abkürzung geöffnet. Für den Fall der Fälle, dass ich jetzt zwischendurch noch aufhören müsste, weil es dann mit der Hitze plötzlich mal so unerträglich wird, dass wir keinen anderen Wald blieben, dann hätte ich schon mal so. Ich kommentiere gerade mal momentan gerade nichts. Das ist einfach nur. Was soll ich sagen? Ja, dich wollte ich jetzt eigentlich nicht verjagen. So, meines Wissens nach müsste das der Schalt sein für dort. Aber da muss ich noch nicht hin. Also erstmal ganz nach runter. Den untersten Raum. Weil hier werde ich nicht da zu weit kommen mit nur einem Greifhaken. Ja, wir werden jetzt dann gleich eine Möglichkeit haben, denn das Dungeon-Item zu bekommen. Schau, dass ich da den hinteren Rand komme. Jawohl. Denn wir werden jetzt dann gleich nämlich einen weiteren Greifhaken bekommen. Das ist nämlich das Dungeon-Item. Ja, jetzt habe ich es verraten. Ich bin böse. Nee. Aber das war ja glasklar. Weil. Wie ist das sonst, was das weiterkommen? Okay. Da ist sonst noch irgendwas in der Vase drin. Auf jeden Fall habe ich nochmal ein blaues Elixier gekauft, jetzt getrunken habe. Wenn ich jetzt runtergegangen wäre, ich hätte jetzt die Abkürzung nicht nehmen können. Also erstmal muss dieser Ventilator aus, weil sonst kommen wir nicht weiter. Das ist jetzt schon eine Art verrosteter Schalter, da braucht man auf jeden Fall noch zusätzlich noch die Eisenstiefel. Sonst bleibt die nicht stehen. Jetzt können wir damit auch ganz runter. Wir kriegen es jetzt hier mit einem Arealfoss zu tun. Die Flugvariante eines Exalfosses. Sobald es ein Schild sagt, könnt ihr mit dem Greifhacker zu euch ziehen. Hab ich ihn jetzt erwischt? Oder hat er mich erwischt? So. Und wenn jetzt genug Schaden errettet hat, wird jetzt zu einem kleinen Trick kämpfen. Der wird jetzt uns versuchen, das zu tricksen. Aber wir sind schlau mit Schildkotter und dem Helmspalter. Könnt ihr sogar noch ein bisschen Schaden reindrücken. So, jetzt müssen wir nur wissen, von wo er genau kommt. Okay, er fliegt dann durch. Aber glaub, wenn ihr in der Ecke versteckt, dann kann er euch, ich weiß, nicht mehr kriegen. Okay, das war jetzt blöd. Er hat jetzt nämlich genau die blödste Ecke ausgesucht, dass er aussuchen kann. Und du kommst runter! So, damit ist er erledigt.
Hätte es auch besser machen können, da ich keinen Schaden genommen, aber egal. Hauptsache besiegt ist besiegt. Somit kommen wir jetzt auch an das Dungeon-Item ran. Dass wir jetzt schon verraten haben, was es genau ist. Du hast einen Greifhaken. Kombiniert mit dem, den du schon hast, kannst du ihn als Doppelhaken verwenden. Leg ihn auf Dingens oder Dingens ziele mit Dingens oder Dingens und verwende ihn, um den Greifhaken mehrmals hintereinander einzusetzen. Ja, jetzt haben wir nämlich nicht nur einen Greifhaken, jetzt haben wir nämlich zwei. Den Doppelhaken. Damit können wir jetzt eben von Wand zu Wand ranhangeln. Mit dem zweiten kommen wir zusammen an den anderen Punkt. Dann. Ist einfach so von Wand zu Wand hangeln. Also so halt wie eine Harpie oder so. So, da kommen wir hoch. Und damit so, mit solchen Möglichkeit haben, fast überall hinzukommen. Allzu viel gibt es jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall ist das wichtigste Item. Ohne dies wird mir nicht weit kommen. Jetzt müssen wir mal wieder zu diesem Schalter hoch, den wir vorhin gesehen haben. Damit können wir den auch bedienen. Wir können jetzt gleichzeitig den Schalter bedienen und mit dem anderen, zum Beispiel auch noch an einem anderen Punkt herziehen. Weil der Schalter ist halt besonders, der würde halt nicht aktiviert bleiben. Das muss ich schnell machen, bevor die Flatbeiße mich erwischt. Komm! Negieren! Das war knapp! Die hätte mich safe erwischt. Also ich finde einfach den Doppelhaken einfach recht geil. Das ist entwickeln mal was Schönes gelungen. Ihr dürft bis jetzt nochmal demonstrieren. Und halt in der Stelle bevor. Auch wenn mich die Säule in den Tod reißt. Denn die sind leider nicht stabil. Und da haben wir jetzt den Kompass. Das habe ich mal einmal im privaten Spieldurchlauf mal die Karte nicht gefunden. So, jetzt können wir mal schauen, wo gibt es noch Truhen? Okay, da haben wir bis jetzt alle. Da drüben ist eine. Und hier. Okay, da drüben war eine. Also sieht schon mal nicht aus, als hätte ich eine Truhe verpasst. Und der Boss ist bekanntermaßen ganz weit oben. Und ich darf jetzt mal in den Kommentaren raten, wer wird es sein? Wer wird der Boss des Dungeons? Ihr habt ein paar Parts Zeit, bevor ihr wieder da seid. Und bitte nicht schummen, also schaut nicht einfach vorher an, ob den Namen zu wissen. Weil das wäre ja unfair. So, die können jetzt einfach runterschießen. So. Aber ich glaube, ich alle erwischt. Jetzt kommen wir eben über die untere Seite auch wieder zurück. Und ehrlich gesagt, ihr wollt die Pflanze dort weghaben. Denn die können euch noch genau den Tag so schön versauen. Dann fliegt ihr runter ins bodenlose Nichts. Ich
Und das wollt ihr ja nicht. Beziehungsweise ich will es ja auch nicht. Ich will ja schließlich Zampa besiegen. Der hat immer noch. Wir haben mit dem immer noch eine Rechnung offen. Sagen wir es mal so. Und es wird ihm nicht verzeihen, was er getan hat. Und Zelda müssen wir auch anscheinend wieder auch retten. Sobald Midna ihre Kraft zurück hat, dann kann auch Zelda ihre Kraft zurückerlangen. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein riesengroßer Vorteil. Also den Schalter hier kommen noch nicht dran. Da müssen wir dann von oben her kommen. Jetzt können wir mal auf der anderen Seite wieder lang. Da wo wir vorher nicht konnten. Und die zwei Geisterseen haben wir immer noch nicht gefunden, aber die werden nicht weit weg sein. Bin ich jetzt mal so zuversichtlich. Also, dass ich diese Vögel weghaben möchte. Und dich auch. So, wie das selbe Prinzip. Einfach per schnelle Angriffe einfach rüber. Und dazu lange wird dieses Projekt jetzt auch nicht mehr gehen. Schon noch ein paar Parts ab. Ich würde einfach mal sagen. Ja, also gut. Also, immer so zu circa 10. Also mindestens 10 Parts werden safe noch sein. Weil so schnell wird das Abenteuer auch nicht vorbei sein. Und da oben ist. Soviel ich weiß, keine Truhe mehr. Hoffen wir mal, ich bin nicht irre. So, da runter. Jetzt dürfen wir halt mal wieder mit dem Greifhaken rumspielen. Muss jetzt auch schauen, wo die Truhen sind. Okay, einer könnte dort oben sein. Okay, da drüben ist eine. Bewacht von zwei verdorrten Piranhas. Nennt sie jetzt einfach mal so. Oh, das, nein, das sind der im Zelda-Universum, heißen sie Dekuranas. Und das für 20 Pfeile. Und ich höre Schleim. Da könnten wir auch noch ein gratis rotes Elixier abstauben, wenn wir wollen. Aber brauchen wir nicht. Wir haben ja ein echtes Gelee, dann haben wir noch ein blaues Elixier, dann noch Feentau. Also eine Art von Heilung sind wir auf jeden Fall schon mal sehr gut ausgeprägt. Da muss ich runter. So wie es aussieht. Aber wie öffnet man dort die Tür? Ach so. Jetzt weiß ich's. Erstmal die Pflanzen runter. Ich hoffe jetzt mal, dort oben ist keine Truhe, aber ich schaue jetzt trotzdem sicher jetzt halt nochmal nach. Wenn ich irgendwie hochkomme. Aber es sieht nicht so aus. Dann hoffe ich mal, dass ich dort oben keinen übersehen habe. Wäre ja schlecht, wenn ich es doch hätte. Wäre ziemlich schlecht. Aber ich glaube, dort oben könnte eines sein. Auf der anderen Seite.
Dann mal hier hoch. Dann hier hoch. Okay, da drüben ist eine. Okay, da müsste ich von der Seite aus rankommen. Und dort ist auch noch eine. So, was haben wir denn hier Schönes? Stempeltante. So, jetzt zurück und dann noch zu der anderen Truhe. Okay, also das war jetzt dumm von mir selbst. Okay, so kann man ihn nicht besiegen. Hätte klappen können, aber geht nicht. Das war jetzt wirklich auf meinen Mist gewachsen. So, aber jetzt ist er weg. Was haben wir denn hier noch Schönes? 10 Bomben. Jetzt müsste ich auch hier alle haben. Ja. Oben dran sind jetzt einfach noch welche. Alter, wieso bist du jetzt wieder hochgekommen? Oh, es runter. Was, wir keine Daseinsberechtigung. Oh, wir kriegen sie wieder mit einem bekannten Gegner zu tun. Ihr kennt ihn doch noch, ne? Und zum Schluss natürlich noch eine Bombe da rein. Ich hab gesagt, dort rein. Alter Link, bist du zu... So, da aufhören ihn zu beleidigen. Er ist dumm. Ich muss mich daran gewöhnen, dass er einfach von den Intelligenzquotient so groß ist wie ein Durchschnittsmensch. Wobei das eher nämlich noch mild ausgedrückt ist. Natürlich eine Fledermaus. So, kommt's da. Wäre einmal hier und dann zu der Pflanze rüber. Am besten schnell, bevor man sich dazu entscheidet, runterzufallen. Und ich wusste, dass du mich angreifen würdest, deshalb habe ich abgewartet, bis du kommst. So, dich schneide ich mal ab, nur damit du runterfällst. Okay, ich glaube von der anderen Seite kommt mir dort drüber. Okay, ich mal dort oben lang. Obwohl es doch nur wegen der Truhe. Mit einem 10er Rubin. Es ist wahrscheinlich so, dass das hier der echte Weg ist, oder? Theoretisch könnte es sein, aber muss es nicht. Gehen wir einfach mal den Weg hier und das wird wieder ein brutaler Weg. Weil das einfach mal so ein dünner Laufweg ist. Und ihr wisst ja, Link fällt halt gerne runter. Und halt mit kleinen Schritten drüber. Und erwartet dich, dass er gerade sofort drüber springt. Vergesst es. Als ob er so schlau genug wäre, es zu tun.
hat mit kleinster Mühearbeit bemühen, dass er hier rüberkommt. Und die Fledermäuse hier müssen auch noch weg. Und da können wir jetzt dann rüber. Und da müsst ihr jetzt eher rüberhangeln, weil sonst kommt ihr da nicht rüber. Weil der Vater sieht eigentlich die Kasse, er könnte dort durchlaufen, aber anscheinend will das dann doch nicht. Und mit rüberhangeln habt ihr sowieso eine bessere. Wirklich! Oh, da hat mich die gerade erschreckt. Und da ist schon mal das erste Herzteil. Dann fällt dann nur noch ein weiteres hier. Dann haben wir dann auch wieder alle Herzteile dieses Dungeons. Und insgesamt werden ja dann nur noch 4 Herzteile. Es gibt dann noch 2 Herzcontainer. Einer hier und einer im nächsten Dungeon. Ja, es gibt noch einen weiteren. Beziehungsweise es gibt nach dem hier noch 2. Sagen wir es mal so. Also nach dem Dungeon hier gibt es einfach noch 2 weitere. Und im allerletzten kriegt ihr natürlich keinen Herzcontainer, weil es auch der Final Dungeon ist. Ach so, das, der Pflanze. Okay, das war jetzt eng. Hat mich eigentlich schon unten gesehen. Und da ich jetzt regelmäßig nach dem Truhe checken, weil ich möchte keinen übersehen. Und ich glaube, der Dungeon, der ist jetzt doch nicht mehr so weitläufig, wie man denkt. Das heißt, es könnte sein, dass wir im nächsten Part schon den Bosskampf bestreiten werden, weil so viel ist es jetzt auch wieder nicht. Mal abwarten und dann sehen wir es. Ob es im nächsten Part schon an den Bosskampf dran geht oder ob wir noch einen weiteren Part in dem Dungeon verbringen müssen. Wie wäre es lieber, man hätte schon dann den nächsten Bossgegner vor uns. Und du. Dann kann ich mir netter vorstellen, wo das zweite Herzteil ist. Und der erste Geister wird jetzt hier auch in der Nähe sein. Ich will jetzt mal diese Pflanzen hier eliminieren. Wäre auf jeden Fall schon mal eine bessere Taktik. Okay, da geht's nicht weiter. Dort. Was ist also hier rüber? Und hier ist sonst nichts. Also müssen wir jetzt da rüber. Jetzt ist halt die Frage, komme ich von hier aus schon dort drüber? Einfach die Truhe müsste hier. Ja, da ist ein. Geh ich mal kurz hier runter. Wenn ich zumindest schon mal die Truhe hier habe. Da drüben bei der kleinen Insel, dort ist nämlich ein weiterer Geisterseele. Also ein. Der erste von 2. Und dann die Truhe dort drüben kommt die von der anderen Seite ran. Erstmal wollen wir mal die Geisterseele abholen. Und anscheinend ist der Greifhack nicht lang genug. Aber von hier aus kommen wir. Und da ist nämlich eine weitere Truhe.
Es wird jetzt einfach noch ein Herzteil und ein Stempel. Komm runter. Komm. So, dann hätten wir diese Seele schon mal. Und dann schauen wir mal, was in dieser Truhe ist. Der zweite Stempel, das Hylianische G. Okay, dann ist diese Truhe noch. Und dann die dort oben. Okay, das ist die bei der Tür. Dann weiß ich schon mal Bescheid. Müssen wir erstmal mit der Pflanze hier weitergehen. Da oben fliegt der Drache. Der will wahrscheinlich immer noch eine Abreibung von mir, habe ich das Gefühl. Ach ja, und da unten, da ist eigentlich nichts versteckt. Das ist einfach nur die Plattform, falls ihr es nämlich schaffen solltet, drunter zu fallen, wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt die andere Pflanze da nicht mehr erwischt oder so. Oder man so dumm ist und man die versucht zu früh zu packen. Normalerweise klappt das, aber bei mir anscheinend nicht mehr. Naja. Wenn es gut geht, können wir den Schaden noch beheben, ansonsten müssen wir halt kurz warten. Weil ich dachte, ich wäre mal so schlau. Kommen wir mal viel früher. Wir müssen halt noch mehr kurz in Kauf nehmen. Wird und leider uns kein Weg daran vorbei, aber dann warte ich dann auch, bis er wirklich durch ist. Aber das war jetzt wirklich ein brutaler Fehler meinerseits, der nicht hätte passieren dürfen. So. Jetzt. So, jetzt müssen wir da mit der Kette so weit runter, dass wir genau noch in das Loch passen. Sollen jetzt uns nirgends anhängen. Weder am Boden, weder an der Decke. Sonst kommen wir halt nicht gut drüber. Okay, das wäre, glaube ich. Ja, das wäre für die Truhe. Müssen wir halt wieder warten, bis sie wieder zurückkehrt. Hoffen wir mal, die Truhe, die ist jetzt wenigstens nicht da. So wird das. Ja, für 5 Bomben. Kann man nehmen. Es ist halt die Frage, ob wir es jetzt dann im nächsten Part schaffen, bis zum Boss und den sogar noch zu besiegen, oder ob wir noch einen extra Part benötigen. Ich habe jetzt eher damit gerechnet, dass der Dungeon riesengroß ist, aber es hat jetzt doch ein bisschen weniger gebraucht, als ich zuerst gedacht habe. Also so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Aber ich denke, wenn das so weitergeht, dann könnte es sogar klappen. Ansonsten wäre es dann im übernächsten Part der Fall. So, jetzt ist mir hier wieder rüber. Am besten geht jetzt erstmal hier runter und wartet mal. Okay. Wir müssen jetzt nämlich kurz hier rüber. Und diese zwei Vögel wollten unbedingt sterben. Wenn sie das unbedingt wollen, dann sollen sie das tun. So, und wenn mich nicht alles täuscht, müsste jetzt in der Truhe noch das zweite Herzteil sein.
Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das zweite Herzteil. Somit haben wir jetzt beide aus diesem Dungeon rausgeholt. Dann fehlen ja nur noch drei. Zwei weiß ich, wo die sind. Das dritte müsste ich überlegen. Wo genau es sein könnte. Ich habe ein paar Ideen. Wir kommen ja mit dem Doppelgreifhaken ja auch noch ein paar Orte heran. Muss einfach nur erinnern, wo genau. Aber erstmal kümmern wir uns mal um diesen Dungeon. Früher oder später werden wir den Ort auch finden. So viele Orte gibt es ja nicht. Wo man einen Doppelhaken braucht. Also ich kann mich auf jeden Fall an einen Ort erinnern. Vielleicht noch an einen zweiten, aber ich wüsste jetzt nicht genau wo. Obwohl, ich glaube, ich weiß, wo es ist. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Ich bin mir, sagen wir es mal so, zu 95% sicher, wo das eine Herzteil ist auf der Overworld. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Vielleicht schon mit dem Bosskampf oder sonst halt noch mit einer kleinen Filler-Episode. Also spätestens bei Part 47 sind wir beim Boss. Kommt darauf an, wie lange ich für den nächsten Abschnitt brauche. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Part. Tschüss.